Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Weiterlesen, dem Videoprojekt der Städtischen Bibliotheken Dresden zu Zeiten von Corona. Heute mit der Lyrikerin Kerstin Becker und dem Dresdner Verleger Helge Pfannschmidt. Seit 2005 verlegt Helge Pfannschmidt in der von ihm gegründeten Edition Azur Lyrik und Kurzprosa in wunderbar gestalteten Büchern. Nach 15 Jahren und über 60 Titeln im Programm ist die Edition Azur seit Januar ein Imprint des Verlags Voland & Quist. Neben Sudabeh Mohafiz, Nancy Hunger, Michael Bittner, Volker Silav oder Max Sessner gehört auch Kerstin Becker zu den Autorinnen und Autoren des Verlags. Kerstin Becker, 1969 in Moosheim in Sachsen geboren, war Schriftsetzerin, Friedhofsgärtnerin, Kellnerin, Erntehelferin. Heute lebt sie als freie Autorin und Lektorin in Dresden. Heute treffen sich die beiden nicht im Zentralwerk, wo die Edition Azur ihren Sitz hat, sondern in der Zentralbibliothek im Kulturpalast in Dresden. Ja, Kerstin, schön, dass wir uns mal wieder sehen, wenn auch in einer ungewohnten Umgebung. Und normalerweise würde ich jetzt nicht mit der Klassiker-Smalltalk-Frage einsteigen, wie geht's dir? Aber es wäre jetzt auch merkwürdig, nicht zu fragen, wie es dir geht. Also, wie ist die Situation bei dir? Wie hast du die letzten Wochen erlebt? Ja, Mensch, Helge, ich habe die Situation natürlich, wie wir alle, erlebt. Das ist ein absoluter Ausnahmezustand, ne? Und vor allem auch die Geschwindigkeit, mit der sich natürlich jeden Tag die Selbstverständlichkeiten verschoben, verändert haben. Und jetzt ganz konkret auf die berufliche Situation gefragt, also ich bin ja freie Autorin und freie Lektorin, da ist es natürlich so, wie im generellen Kulturbereich, dass alle Veranstaltungen oder so gut wie alle Veranstaltungen wegfallen, dass natürlich auch Schlusskorrekturen und Lektorate, ein großer Teil davon wegfällt, weil natürlich keine Publikationen jetzt im Moment stattfinden. Also das ist schon alles schwierig und angespannt. Und wie frei sind denn die freien Autoren, wenn sie jetzt vielleicht mehr denn je merken, wie prekär doch ihre Schreibexistenz ist? Ist es dann eher, dass man, also denkst du zum Beispiel jetzt noch, dass dieser Preis, den diese Freiheit mit sich bringt, dass du bereit bist, den zu zahlen? Kommst du zurecht? Oder ist es gerade eher, dass man sich unfrei fühlt? Ja, also ich glaube, das ist wie in jeder Krise, das ist jetzt einfach dass die Dinge, die ohnehin schon sind, wie sie sind, noch verstärkt hervortreten. Mhm. Und so ist das natürlich jetzt auch bei den freien Autoren, freien Künstlern und so weiter, dass die jetzt sowieso schon immer eher in einer prekäreren Situation waren. Interessante, tolle Aufträge, Jobs, Texte natürlich mit Literatur immer zu tun haben. Aber die monetäre Situation ist natürlich schwierig. Und das, jetzt muss ich aber zurückfragen, weil ich freie Autorin, du unabhängiger Verlag, weil ich genau dieselbe Frage die letzten Tage auch hatte, dass ja nun die unabhängigen, engagierten, interessanten Personen, ein-Personen-geführten oftmals Verlage, die sich eben auch als unabhängig bezeichnen, dass die ja, dass jetzt auch die Frage ist, inwiefern das unabhängig denn tatsächlich sich jetzt niederschlägt und oder negativ auch zu Buche schlägt, ne? Ja, also man muss auf jeden Fall, glaube ich, differenziert hingucken, weil wir haben ja einen Bonus als unabhängige Verlage, literarische Verlage, die das schon eine gewisse Zeit machen, dass wir eine sehr treue Leserschaft haben und eine sehr enge Bindung und dass wir mit Autoren arbeiten, die sich schon einen gewissen Namen gemacht haben, die viel für ihre Bücher tun. Und natürlich schmerzt es uns, dass jetzt die Buchläden geschlossen waren und dass niemand dorthin gehen konnte, weil der spontane Kaufimpuls, der kommt bei vielen natürlich, ja, der entsteht in der Zeit, wenn man in der Buchhandlung unterwegs ist, wenn man die Bücher in die Hand nimmt. Und natürlich leben auch wir von Veranstaltungen, weil die Veranstaltungen heute für den Buchverkauf eigentlich genauso wichtig sind wie Besprechungen, wenn nicht sogar noch wichtiger. Da ist die Leipziger Messe weggefallen, viele Lesereisen zu den aktuellen Titeln. Also es ist schmerzhaft, aber wir spüren auch eine große Solidarität, sowohl von den Lesern, aber auch so untereinander, unter den Verlagen und schon auch eine gewisse Angriffslust, auch weiterzumachen und stark zu bleiben. Und wenn wir irgendwie eins gelernt haben in den letzten Jahren, dann ist es halt sowieso Krisenmanagement. Eben. Ist ja irgendwie unser Daseinsmodus auf eine gewisse Art. Wenn es natürlich jetzt auch noch mal
deutlich ausgeprägter ist als sonst. Hm. Ja. Und was ich eben jetzt auch so dachte, was natürlich das Schöne ist, ich bin ja ein Riesenfan des stillen, intimen Lesens. Ne? Weißt ja, also klar, Veranstaltungen und so weiter, die Lesung, das gehört alles dazu. Das, der Event-Charakter hat natürlich extrem zugenommen in den letzten Jahren. Und jetzt ist aber, also ich finde ja auch, ich bin ja so das geschriebene Wort. Also man, am Anfang war das Wort und dann kam ja aber doch auch gleich das geschriebene Wort. Und ich finde so ein dieses immer nach außen tragen und eben mit einem Amüsement und mit einem Event verbundene, nimmt der Literatur, kann ja der Literatur auch durchaus eben was nehmen. Also dieser individuelle, das Leseerlebnis, wirklich das Buch ohne die Stimme sogar des Autors, ohne die Stimme der Autorin, ohne den Hintergrund, nur der Text, der reine Text. Und also das Buch und ich sozusagen. Du meinst, das stille Lesen kommt zurück? Das stille Lesen, ja? Also ich habe das so, ich hoffe. Hast du mehr Zeit zum Lesen als vorher? Jetzt wieder nicht mehr, weil ich jetzt glücklicherweise auch Aufträge und andere Dinge zu erledigen habe. Aber ja, vielleicht überhaupt viele Menschen, hoffe ich doch, die jetzt zu Hause sind und die jetzt vielleicht nicht sehr viel, die auf Kurzarbeit oder so, die nicht im Homeoffice wie verrückt natürlich doppelt und dreifach arbeiten müssen als sonst. Aber die Veranstaltungen fallen weg. Wir sind zu Hause, wir sind alleine. Und was liegt näher, eigentlich zum Buch wiederzufinden? Ja. Man muss sich schönreden. Ich zumindest habe eher das Gefühl, ich bin mehr zu Hause, aber mehr Zeit habe ich nicht. Sondern die Zeit hat sich eher mit geschlossener Kita nochmal dezimiert oder die Arbeitszeit hat sich halbiert. Ne? Insofern theoretisch wäre es jetzt die Zeit des Buches. Praktisch ist es, glaube ich, so, dass viele Leute extrem damit zu tun haben, ihren Alltag zu organisieren und mit anderen Sachen beschäftigt sind. Aber du hast recht, oft fehlt halt vielleicht dann nur der Impuls, irgendwie mal den Fernseher auszulassen und was zu lesen. Willst du vielleicht gleich mal was lesen? Ach so, ne, ich wollte noch jetzt sagen, weil wir, ich lese gleich was. Und was wir jetzt, weil wir bei den positiven Dingen sind, was ich auch interessant finde, ist, wie sich jetzt, wenn man die Menschen beobachtet, die sich ja natürlich jetzt an die neue Situation gewöhnen müssen, in den Abläufen der Körperchoreografie, wie man sich jetzt anders bewegt. Ne? Wenn man, also man hat ja den Instinkt, natürlich miteinander zu sein und einander nahe zu sein oder auch dicht aneinander vorbeizugehen. Und dieses Zurückweichen und so, das hat dann schon fast so was Tänzerisches. Und aber diese körperliche Nähe, also dass wir Menschen eben doch ja auch Berührungstiere sind, ne, was eben ganz oft ausgeblendet ist. Und wir leben jetzt ja vielleicht auch in einer Kultur, die das nicht so extrem pflegt, diese körperliche Nähe. Aber doch jetzt, wenn das wegfällt, merkt man natürlich doch, wie angewiesen man auch auf diese nonverbale Kommunikation der Nähe und einer körperlichen Nähe auch ist. Das finde ich auch nochmal ganz interessant. Also dieses haptische... Es ist natürlich eine super Brücke gebaut zu Biestmilch, zu deinem Band, den wir zusammen gemacht haben. Er hat ja, weiß ich nicht, sind auch Gedichte, die viel mit deiner Herkunft zusammenhängen. Es sind aber auch, wenn man jetzt eine Überschrift finden müsste, dann würde ich nach wie vor sagen, es geht darum, oder es ist eine Sache, die dich sehr interessiert, dass die Dinge, die uns am meisten prägen oder am tiefsten prägen, nicht in unseren Biografien vorkommen. Das heißt, es ist wie eine Sinnlichkeitsgeschichte des Heranwachsens oder so bei dir. Ne? Also es ist was man nicht so häufig findet in der Lyrik. Vielleicht sagst du noch mal kurz was dazu, was dich daran interessiert und wie sich das für dich ergeben hat. Du hast es jetzt schon so auf den Punkt gebracht. Ja. Und ich tue mich immer schwer, über meine Sachen selber zu sprechen. Aber genau das ist es eigentlich, dass es tatsächlich diese sind Wahrnehmungsgedichte. Und das ist das, was wir oftmals in unserer intellektuellen und durchdachten Welt, das ist so im Hintergrund und uns auch gar nicht mehr bewusst, dass eben zum Beispiel natürlich Gerüche und bestimmte solche Dinge, dass die uns viel mehr prägen als vielleicht die Frage, wo wir studiert haben. Ein Konzert oder sogar eine Stadt, eine Architektur oder so. Aber es ist eben, es spielt keine Rolle so großartig. Auch selbst in den Künsten ist das Olfaktorische und das Haptische jetzt nicht so vertreten wie zum Beispiel natürlich Akustische, die Musik oder das Visuelle, ne? die Bilder, die Betrachtung. Genau, und das kommt mir vor wie so ein fehlendes Teil, was uns ja als Ganzes, als Körpertiere eben auch ausmacht. Genau. Dann hören wir jetzt mal. Ja, dann lese ich jetzt mal einfach tatsächlich aus Biestmilch ein Gedicht. Und zwar habe ich mich jetzt hier entschieden, gestern für ein Gedicht, wir sind aus solchem Zeug,
weil ich die Druckfahnen hatte. Da kann ich vielleicht noch darauf hinweisen, wenn ich jetzt sage, die Leute, bitte lest. Und es gibt interessante neue Neuerscheinungen jetzt auch. Und es kommt 2020 eine Anthologie sächsischer Autoren, neue sächsische Lyrik. Und das gab es eben vor 10 Jahren schon mal, wenn du dich erinnerst. Das war dieses... Eine andere Welt ist eine möglich. Andere Welt. Es gibt eine andere Welt. Eine andere Welt ist möglich. Das ist auch ein schöner Titel. Ja. Genau, ein freudscher Versprecher. Und es gibt eine andere Welt, damals mit Axel Helbisch und genau. Andreas Altmann herausgegeben von den beiden. Und dieses Mal ist es Axel Helbisch mit Roger Domaschina. Und da habe ich eben die Fahne gehabt und dann dachte ich, das lese ich doch schon direkt mal als Vorausschau. Wir sind aus solchem Zeug. Ich weiß gar nicht, ob wir schon jemals eine Lesung, nur wir beide so, oder? Nee, das ist die erste. Höchstens mal bei der Arbeit an dem Buch oder so, aber ja, auch mal schön, Helge. Wir sind aus solchem Zeug. Sie schiebt ihre Gardine altersanmutig zur Seite. Wenn wir kommen, winkt. Ihre starken Augen oben auf dem Berg, im Mietshaus am Fenster, sehen uns bedingungslos größer werden. Sie nimmt uns immer mit in das Museum nebenan, in dem abnorme Abkömmlinge daumengroß, Hottentotte, Totenuhr und Ingeweide, eingeweckt für Bildung und Erbauung stehen. Ihre Weisheit, was an Belebtem oder Unbelebtem gleichberechtigt nagt, ist Schwund. Einst kommt es, wie es kommen musste. Sie wird im Bett zum Ende hin, fürs letzte Geld versorgt, und dann das Haus. Während wir fruchtbar werden, ihre Urenkel zeugen und gebären, verrottet es, wird ausradiert, es bleibt ein Loch. Zwischen Lustgarten und Kneipe, in das wir nicht aufhören zu fallen, immer wieder steigen wir Welker hinauf ins Gähnende, wo einst Materie war, verwandter Mensch. Verweilet doch, ihr seid so schön, fleht der Schuppen mit den Kohleresten nebenan auf dem verlassenen Betriebsgelände. Ja, und vielleicht eins noch aus Biestmilch. Weil es dein Lieblingsgedicht ist. Ja. Genau, jetzt finde ich es natürlich schön. Das finde ich so schön, weil es eben auch so einen utopischen Aspekt hat. Also das eine ist ja schon so eine gewisse morbide Grundstimmung auch in deinen Gedichten. Aber es gibt auch immer wieder, dass sich so Möglichkeitsräume öffnen, ohne dass das Science Fiction wäre. Und deswegen ja, mag ich dieses Gedicht unheimlich. Weltraum. Wir scharen uns im Rücken der Fabrik zum Mondrakete bauen. Wir schlagen uns durch Dorntentakel, Wurzelkrallen, Windenwürmer. Wir raffen Holz und ausrangierte Kästen aus Metall. Wir stopfen Glasfaserwolle gegen Kosmoskälte und Sternensplitter in lavede Wände. Passt auf, die Fasern gehen beim Atmen in die Lungenblasen, schreit der Heizer aus dem schwarzen Fensterloch. Holunderbeeren sauen unsere Sachen blau, Brennnesseln beißen unsere Beine bis zum Bauch. Wir steuern unser Schiff mit Schrott. Wir füllen mit hohlen Händen Pfützenbrühe, die schillert in den Tank, der leckt. Wir klotzen, unsere Finger kriegen Risse. Motor brummen mit dem Mund, wir ziehen steile, steigende Spiralen in das All. Bis wir verschmiert vom Diesseits abgeschnitten in der Kapsel glühen. Sehr schön. Ja, das war jetzt gewissermaßen ein Rückblick auf Biestmilch. Und da kann ich vielleicht noch mal ansetzen beim Verlag, eine Frage stellen. Es ist ja jetzt so, wir haben uns jetzt auch ganz lange nie gesehen und immer nur mal kurz geschrieben oder irgendwie im Kontakt gewesen, dass die zwei Dresdner Literaturverlage geheiratet haben. Ja, so ist das. Zusammengekommen sind, ne? Und, genau, also das freut mich natürlich einerseits, weil ich es toll finde, weil Woland und Quist haben ja auch einen Namen, ein tolles Programm, ist ja keine Frage. Ist es aus der Not heraus geboren? Ist das eine Liebesheirat? Ist es was bedeutet das vielleicht für die Autoren? Also Azur bleibt wenn ich es richtig verstanden habe, als eigenständige Reihe bestehen. Genau, also man muss ganz ehrlich sagen, wenn es diese Fügung, anders kann man es nicht nennen, nicht gegeben hätte,
dann gäbe es mich vielleicht jetzt nicht mehr, weil... Unabhängiger Verlag. Unabhängiger Verlag. Gut, Wohlan Quist ist auch ein unabhängiger Verlag, aber hat ein bisschen eine andere Größe. Und Größe ist auch immer ein bisschen auch Stärke und Stabilität. Und wir kleinen Ein- oder Zwei-Mann- oder Frau-Verlage, da ist es einfach so, dass man mit den Verkäufen des Frühjahrsprogramms dann die Bücher des Herbstes finanziert und andersrum. Ja. Und jetzt haben wir die Situation, dass die Lager voll sind, dass die Buchläden voll sind, dass die Bücher aber nicht verkauft werden können oder zumindest viele der Bücher nicht verkauft werden können und dass somit einfach schlichtes Geld fehlen würde, um das die neuen zu machen. Und das ist halt in dieser neuen Konstellation, haben wir da, glaube ich, eine andere Stärke. Und generell war es für mich so, dass ich einfach an Grenzen gestoßen bin, was jetzt dann ja schon die Tatsache, also das Wichtigste am Büchermachen heute, wo man digital drucken kann und wo es so viele Kanäle gibt, ist eigentlich die eigentliche Kunst ja nicht mehr ein Buch zu machen, sondern eine Resonanz dafür zu erzeugen und in diesem riesigen Rauschen trotzdem wahrgenommen zu werden. So, und das ist nicht ganz einfach, wenn man das nur von Dresden aus macht. Das ist auch nicht ganz einfach, wenn man das alleine macht, sondern da ist es schon, glaube ich, kommt es meinen Autorinnen und Autoren sehr zugute, dass da jetzt eine andere, ein Fundament noch da ist. Da ist mehr Kraft dahinter und eine andere Durchschlagskraft. So. Und vielleicht gerade jetzt, ich muss kurz einhaken, weil du es jetzt sagst, genau, weil ihr ja eben auch ein Programm macht und auch und Autoren habt, das stelle ich eben immer wieder fest, die nicht die Leute der spektakulären Stimme, also spektakulär Stimme der die großen Bühnen bespielen, sondern das ist wirklich eine ganz erlesene, sage ich mal, tolle, feine Literatur, ganz ausgewähltes Programm, aber die jetzt eben jetzt vielleicht nicht so unbedingt sofort überall wahrgenommen und besprochen werden, wenn man nicht die Möglichkeit hat, zu trommeln wie verrückt und dann in den Kanälen eben auch die Leute in den Feuilletons erreicht und so. Ne? Genau, es sind schon viele dabei, die man fast ein bisschen ins Licht schieben muss oder schubsen muss. Die suchen das Licht nicht. Aber ich denke halt, das ist auch eine Qualität, die man den Texten anmerkt. Ja. Also weil wer sich jetzt heute quasi 24 Stunden am Tag versendet, überall, da fehlt halt oft dann dem Buch, der Sprache auch der Atem oder da fehlt die Substanz oder da fehlt die Konzentration. So kommt es mir vor. Und deswegen sind für mich die Leute, die irgendwo Einzelne sind und die einfach ihr Ding machen. Das und sind Tiefe für mich oft die Zeit, interessanteren Autoren, wobei ich natürlich auch ehrlich sagen muss, ich brauche auch Leute, die natürlich rausgehen und ihre Sachen vorstellen und die gute Lesungen machen. Habe ich ja auch, klar. Und und schön sind sie ja nebenbei auch. Ne? Und hier sieht man es ganz gut, auch mal, also drei Verlage unter einem Dach, so gleichberechtigt nebeneinander. Hier gibt es jetzt noch einen englischen Ableger von Wohlan und Quist. Und das macht gerade riesig Spaß, weil wir in einer Zeit, wo viele Verlage sozusagen zurückschrauben und abbauen, da halt Leute zusammengekommen sind, die halt sagen, nee, wir gehen jetzt gerade erst nach vorn. Und das ist ja vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Ja. Du hast ja auch mit dem Live, dem Verleger von Wohlan und Quist, sowieso schon eine literarische Vergangenheit. Ihr habt ja jetzt über die Jahre, was sich so toll entwickelt hat, das Festival auch auf die Beine gestellt und organisiert und da die Dresdner Literaturszene und dann auch natürlich jetzt viel weiter national, international Literaten hergeholt und da ein interessantes Programm gemacht. Und ich denke mir so, wenn man so gut miteinander arbeitet und schon so eine Erfahrung hat, dann kann es eigentlich nur gut gehen. Ja, also natürlich, Literatur jetzt hat gezeigt, dass wir auch einander vertrauen können. Es ist schon schwierig, wenn man 15 Jahre sowas aufbaut, gibt man nicht so einfach aus der Hand. Ne? Also es ist schon, es war schon auch ein Schmerz, aber ich habe den Schritt absolut nicht bereut. Ich merke in vieler Hinsicht, dass es den Büchern weiterhilft und würde dann sicher auch für dein neues Buch zutreffen, was wir hoffentlich dann nächstes Jahr zusammen machen. Genau. Und vielleicht reden wir aber über eins noch kurz, weil da so ein Text drin ist, der super auf die derzeitige Situation passt und den du auch maßgeblich mit übersetzt hast. Ja, vielleicht kannst du den noch lesen zum Abschluss. Das wäre ganz schön. Meinst du den Chabes von Peter Ruschka. Genau.
Das hab ich, haben wir ja vorhin unten, als wir saßen, ne, ist uns das eingefallen oder wie Schuppen von den Augen gefallen. Das ist eigentlich auch ein Text, absolut, der zur Lage passt, aber auf eine ganz andere, auf eine ganz subtile Art und Weise. Und das Buch gibt es hier in der Bibliothek. Genau, das gibt es hier in der Bibliothek. Ich falle es mal hier so in den Raum, weil du kennst es ja schon. Ja, ein großartiger Text. Ich lese ihn jetzt auch ganz, der ist relativ lang. Schabbes. Viertens, achte den Ruhetag, du sollst ihn heiligen. Doch wann haben wir uns zuletzt ausgeruht, so richtig ausgeruht, in unserer rastlosen Suche nach einer Lebensaufgabe, die uns Würde, Freiheit und endlich Sinn schenkt? Furchtbar müde umklammern unsere Hände mit weißen Gelenken die Lehnen der abendlichen Stühle. Gebeugt wie im Streit oder Wind strengen wir unsere Augen an, den Kopf und das Herz, in Erwartung des Kommenden. So müde und bedroht klammern wir uns an unsere Befugnisse und Rechte. Und auch die Nächte, die schreckliche Arbeit der Träume, wenn es denn überhaupt noch Träume sind, diese fiebrige Hast, mit der wir versuchen, die ständig verhedderten Schnürsenkel zu binden oder die restlichen, immer wieder auseinanderrollenden Dinge in die Tasche zu stopfen. Ich mache jetzt einen Sprung. Es ist Schabbes, der Tag des Lichtes. Die Samstagslampen hängen über uns. Lass sie auch am Vormittag brennen für den Schauder in uns, ob der Verschwendung. Es ist Schabbes, ein jüdischer Feiertag des Gegebenen. Erde bestellen ist untersagt. Häuser bauen ist untersagt. Holzarbeiten, Metallarbeiten, Lasten tragen, untersagt. Stell die Taschen ab, auch das Reisen ist untersagt. Wir bleiben einfach hier. Das Schreiben ist untersagt. Alles, was zur Entstehung von etwas Neuem führen könnte, ist heute untersagt. Denn mehr wird nicht gebraucht. Die Welt ist vollendet. Wir haben es nur bis jetzt nicht gemerkt. Ich ende mal mitten im Text. Ne? Und jetzt, weil du gerade sagst, passend, wir hatten es ja neulich jetzt auch davon, ich habe jetzt eben tatsächlich auch einen Text gefunden, der dann schon für das neue Buch gedacht ist. Und den habe ich interessanterweise, den lese ich jetzt mal, den habe ich vor knapp einem Jahr ungefähr ist der entstanden. Und den hätte ich jetzt zu Corona-Zeiten niemals so konkret geschrieben. Und das, also irgendwie ist es klingt, er kommt daher wie ein Corona-Text, ist aber überhaupt gar kein. Und das finde ich gerade interessant. Also dass man auch, interessant vielleicht auch am Schreiben, dass man anders schreibt, wenn man in bestimmten Dingen drinsteckt. Und der ist also jetzt wie so ein vorausschauender Text im Grunde gewesen. Wie sieht er? Wer holt die Klumpen, die verfitzte Sprache aus mir raus? Mit Sauglocke, mit Zange oder was man sonst noch an Gerät für derlei brauchbar zähle. Sie steckt verkeilt in meiner Kehle, heiß lodert meine Schrundenseele. Ah, die Fertigsuppe kommt, die täglich hier, falls mein Zeitbegriff noch taugt, noch gut, uns Insassen verabreicht wird. Darf ich fragen, welcher Sud? Ich vegetier, schwant mir im Graubereich, wie all die anderen aussterbenden Arten. Die Toten sind mir immer hinterher voraus im Klinikgarten. Ich gebe mir alle Mühe, meinen Tierkörper zu ignorieren. Die Schleimsysteme, die Viren. Ich muss mich ständig desinfizieren gegen das Apokalyptische in der Luft. Toll. Das ist lustig, oder? Also, was hieß lustig? Das ist ein bisschen abstrus, dass es jetzt tatsächlich, man so meinen könnte, ja, die Bäcker, jetzt hat sie auch einen Text zu Corona geschrieben. Hat sie aber nicht, der war halt schon vorher da. Ja, und Helge, wir haben ja jetzt im Azur ein grandioses Frühjahrsprogramm auch gehabt, ein kleines, feines, was so typisch für Azur eigentlich gewesen ist, was mir so in der Seele wehtut, was, dass das jetzt erstmal so ein bisschen still in den stillen Kämmerlein nur steht und nicht richtig raus kann. Ja. Und wie ist deine Planung? Also wir wissen ja jetzt noch nichts, Buchmesse soll zwar stattfinden, aber du denkst weiter, wie ich dich kenne, du planst weiter und gibt es schon von Herbstprogramm Kandidaten, Autoren? Ja, also ich bin ja immer, bin natürlich so ein, zwei Jahre voraus im Programm, aber wir haben auch natürlich für uns beschlossen, dass wir jetzt nicht einfach weitermachen und Bücher raushauen, wenn, wenn die Alten auch noch gar nicht so richtig eine Chance hatten, wahrgenommen zu werden. Deswegen haben wir jetzt etwas, also das sind die aktuellen, ne? Volker Silaf, Barfuß vor Penelope, Nancy Hünger, 4 Uhr kommt der Hund. Beide Bücher ganz toll. Ja, und ja, für uns war es schon deswegen auch aus Respekt vor den Autorinnen und Autoren
klar, dass wir sagen, wir rufen den zweiten Frühling aus. Mhm. Und unser Herbstprogramm wurde, also haben wir ganz stark dezimiert, weil wir diese aktuellen Bücher von Wohlan und Quist von der Edition Azur auch nochmal ins Schaufenster Schön. Stellen wollten und sagen wollen, ja, also es wäre verrückt, diese Bücher jetzt so ja, untergehen zu lassen eben. Und einfach immer ja. weiterzumachen. Und irgendwie ist es ja das, was man in anderen Bereichen auch nicht toll findet, in der Mode oder sonst wo. Das ist dieser wahnsinnig schnelle Zyklus. Vielleicht kann sich daran halt auch mal was ändern. Ohnehin eben schon immer finde ich das ein Problem, dass das Frühjahrsprogramm, das Herbstprogramm und kaum ist das Frühjahrsprogramm raus, kommt dann schon wieder die Werbung für das nächste Programm. Es ist halt Buchmesse getrieben, ja. Und ich glaube aber nicht, dass es Frankfurt geben wird. Mhm. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man in fünf Monaten eine sechsstellige Zahl von Leuten in eine riesige aus aller Welt in einer riesigen Messehalle versammelt. Und das, der Gedanke, den du jetzt sagst, finde ich ja ganz wunderbar, großartig, dass die eben nochmal als Herbstprogramm die untergegangenen Frühjahrsleute kommen. Ich glaube, das hat sich aus unserer Branche auch so ein bisschen schon mehrfach jetzt, hatte ich das gelesen, den Gedanken haben schon andere Verlage auch, dass das also, vielleicht macht das Schule und dann können also die Autoren, die jetzt ja oftmals auch gerade bei dir, sind ja eben Leute, die wirklich jahrelang dann an so einem Buch arbeiten, dass das dann nicht so untergeht und nochmal Aufmerksamkeit und gelesen wird. Insofern wäre natürlich auch mein Wunsch für die Zeit danach, mein Aufholen kann man nicht alles, aber dass man vielleicht auch nochmal für sich selbst verinnerlicht, welchen Stellenwert hat der Film, hat die Musik, hat die Literatur für mich und dass man schon danach, dass wir vielleicht einen ganz intensiven Herbst 20 haben werden, wo man eben nicht nachholt, aber wo man ganz tolle Kulturerlebnisse haben kann und Leseerlebnisse haben kann. Ja. Ja, das Bewusstsein wird ja dann immer geschärft in solchen Situationen, was man dann vermisst, ne? Dass man es dann hoffentlich ganz viel intensiver nochmal erlebt. Also Kerstin, dann danke ich dir erstmal fürs Kommen und für unser Gespräch und dann hoffe ich, wir sehen uns bald wieder und sehen auch überhaupt uns alle, wir alle Literaturbegeisterten, dass wir uns bald wiedersehen. Dann doch auch in echt und bei Veranstaltungen. Und ich danke dir, Helge. Ja, so haben wir es jetzt wenigstens mal geschafft. Ne? Genau.